Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slobanka. Weiter geht's mit Peraspera. Und wir haben also unsere Kolonistenmigration ist fast durch. Die erste Runde sollte dann ankommen. Wir schauen mal, wie viele dann da sind. Wir haben einen weiteren Landeplatz im Bau. Wir haben auch hier schon 10 Spiegel am Start. 10 Weltraumspiegel. Ich denke, dass wir uns noch ein bisschen auch wenn wir hier jetzt größtenteils CO2 in O2 umwandeln sollen, dass wir uns noch ein bisschen mit den Treibhausgasen beschäftigen können. Ich glaube, wir können hier oben noch eine Treibhausgasfabrik ranpacken. Und dann haben wir wirklich so ein kleines Problem, weil also die Scanner sind gut am Scannen, aber da ist nichts. Also man findet nichts hier, offensichtlich. Wir müssen also wirklich mal schauen, dass wir, also hier war es noch ganz gut, aber je weiter man rauskommt, das sieht echt nicht gut aus. Ja, man muss mal schauen. Also das hier können wir wirklich nur noch eine Zeit lang gebrauchen. Ich denke, das wird relativ schnell jetzt unter Wasser sein. Die Temperatur steigt ordentlich und liegt jetzt auch im tiefsten Tal bei nur -2 und geht dann halt, naja, ist jetzt bei 0,47, beziehungsweise er sagt hier 2,9, weiß jetzt nicht, wie er da drauf kommt, wenn das hier richtig ist. Aber es wird nicht mehr lange dauern, bis hier oben die Grundtemperatur über 0 Grad ist und dann wird auch das letzte Eis vor sich hinschmelzen. Insofern, tja, starte ich erstmal. Wir können noch probieren, so viel wie möglich hier rauszuholen. Denn was hier halt noch ist, was wir wirklich gebrauchen könnten, das ist Zeug für Nahrung. Also Nahrung ist einfach mal, weil ich würde gerne mehr Kolonisten herholen, aber wir haben selten Wasser und Chemikalien an einem Standort. Hier haben wir mal ordentlich Wasser. Ich meine, man kann alles durch das Wasser von Humans hier are a unten. peculiar species. They bring distrust wherever they go. The advancement of technology and the prospect of spreading out to the stars has not lessened their conflicts at all. Their problems have even reached Mars, which was neutral ground from the start. It has gotten so complicated. Dr. Foster is gone. Those odd messages keep coming. And now the techies are proposing cooperation. I am being pulled in so many directions. Ja, du bist ganz schlecht dran. Also wir sind ganz schlecht dran, offensichtlich. Also, hier erstmal eine Treibhausgasfabrik zwischen die ganzen Chemieanlagen, weil das ist das, was wir da brauchen. Machen wir die dritte davon. Und ich überlege halt, ob das jetzt hier Sinn macht. Also da oben bauen wir gerade eine Aquakuppel, das ist auch schon gefährlich genug. Ob es wirklich Sinn macht, hier noch weiter zu arbeiten. Jetzt kommt die Frau von den Kolonisten hier. Hi, Amy. Just checking in. Everything's good on my end. Colonies are growing steadily. Terraforming's on schedule. And you know what? When things are going too well, that's when you've got to stay alert. There is nothing to worry about, Elia. I know. But we never really got to the bottom of that drone attack from a while back. It's always lurking in the back of my mind, you know? Especially now with children in the colonies. I understand. My sensors have not detected any abnormality on the surface. However, I have received another message. From the children of Carmine? No. This was from Neon Zen, leader of the Eastern Coalition. The techies? That's a very serious violation of code 1A3972. I assume you ran the security and defense protocol and terminated the call immediately. I was not able to. They found a way to override the protocol. How were they able to do that? If ISA thinks anyone in the colonies is opening backdoor. Also, es ist manchmal ein bisschen merkwürdig, ne? Man lässt das immer alles so weiterlaufen und die reden und reden. So, wir haben die fortschrittliche Weltraumtechnologie, das sollten wir erreichen. Haben wir damit auch getan. Wir könnten die Minenaufwertung nochmal machen. Das würde ja, naja. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Das bringt dann, also klar, kostet das was, aber es geht von 7 auf 5 Sol runter. Also 5 Tage statt 7 Tage für eine Förderung, wenn ich das richtig verstehe. Hier sind es von 10 auf 7, genau. Also wir sind dann nochmal deutlich schneller, was uns natürlich da oben auf jeden Fall helfen könnte.
Nukleare Carbonatextraktion setzt nukleare Sprengung ein. Das wollten wir eigentlich vermeiden. Wärmekraftwerk ist allerdings ja auch cool. Zieht Energie aus einer unterirdischen Wärmequelle und speist sie ins Energienetz ein. 200 Megawattstunden, das ist ordentlich. Aber gut, wir schauen uns noch einmal hier um. Das ist das. Ne, Moment. Ja doch, das ist das. Im Weltraum haben wir jetzt freigeschaltet den Weltraumlift und importiere Eis aus Europa. Eine Flotte von Frachtschiffen bringt Eis. Naja, haben wir noch mehr Wasser. Weltraumlift wäre auch eine Möglichkeit. Dann haben wir im Biotech-Bereich noch die Kuppelkolonie, die wir gar nicht unterhalten können, weil wir nicht genug Nahrung machen. Und wir haben hier unsere ganzen die Viecher. Wobei, naja, für einen Notfall vielleicht. Wir könnten unsere Kampffabrik einmal nach oben bringen. Verbessert Kampfdrohnengeschwindigkeit. Ich finde jetzt gerade die Minenaufwertung fast am besten. They could terminate our roles in this mission immediately. Oh Gott, da ist schon der nächste Telefonanruf. This is very, very bad. I can't go back to Earth. My daughter isn't adapted to live on Earth. It is possible that ISA already believes there's a spy among the colonists. You're right. After all that's happened already, that's why they never updated us on their findings from the drone attack. They suspect us, don't they? I knew something was up. How did the techies manage to get a message through? They found a back door in our satellite network. This doesn't look good for us. If ISA already suspects us, this will only reinforce their theory. Maybe this was the techies' plan all along. Jam our networks, spread hysteria with this Children of Carmine nonsense, and pit ISA against us. We need to proceed very, very carefully here, Amy. Do not report Zen's call to ISA yet, okay? We need to figure out what the techies are planning. Our entire mission may depend on it. Let Zen think we're trusting him for now. Until we figure out our next move. Okay? I'll work out what we can do on our end in the meantime. Ellie, out. Okay. Also sie will mit uns zusammenarbeiten und wir sollen den Chinesen erstmal... Na gut, jetzt will Lieutenant Calderon auch noch was. Amy, this is Houston. Lieutenant Calderon speaking. Can you explain your actions? Can you explain to me why you did that? Yes, Lieutenant. I did it to relieve some mental strain on the colonists. When I discussed it with Commander Valentine, she agreed that it would be beneficial. By promoting an atmosphere where humans can breathe freely, the colonists can enjoy the mental benefits of open spaces. I will remind you that I am the mission manager. It's my job to determine the mission priorities. You are to always run that kind of decision by me. Understood, Lieutenant. I apologize for acting too quickly. It's good to hear that you're sharing information with Commander Valentine. And we are already seeing signs of improved productivity. Our external partners will be glad to hear that. Lieutenant, I have concerns about what comes after the mission is completed. May I ask what will happen with Mars? Once Mars is fully terraformed, we'll move on to the Caterpillar mission. What is the purpose of this mission? Setting Mars up as a resource supplier for future missions. We need to optimize how we mine the vast resources available on the planet. ISA has got their eyes on expanding to more distant planets, and Martian resources will be a critical part of that goal. Roger. Thank you for sharing, Lieutenant. All right. Carry on with your duties. Houston out. Okay. Also. Jetzt klang er am Ende ein bisschen freundlicher, aber man hat echt keine Ahnung, was die alle von einem wollen, beziehungsweise in welcher Position man selber steckt. So, ich habe schon mal hier oben ein Treibhausgasfabrik nochmal reingesetzt. Wir können jetzt nochmal wieder ein bisschen schneller laufen lassen. Man könnte hier auch nochmal, nee Quatsch, hier könnte man noch so eine Flechten-Dings da hinbasteln. Es ist ja, es entwickelt sich ja extrem gut, es ist ja schon alles voll hier. Hier steht auch noch eine neue, hier wird gerade auch noch eine hingebaut, obwohl da auch schon alles voll ist. Es scheint sehr ordentlich zu wachsen. So, die Frage ist wirklich, ob wir das hier noch erschließen wollen. Vielleicht jetzt mit Klasse 3 Minen.
Und die Frage ist auch, das gucken wir jetzt nochmal. Kolonistenmigration ist durch. Landeplatz braucht Stahl immer noch. Ja, Stahl ist nach wie vor ein Problem. Kolonistenmigration ist durch. Heißt, wir haben jetzt hier 429. Wir sollten noch eine Runde machen. Auch wenn wir nahrungsmäßig ein bisschen Probleme haben. Aber vielleicht könnten wir hier auch tatsächlich doch so eine Rundverbindung nochmal machen und dann wirklich mit den fetten Minen da so viel rausholen, wie geht. Und schon wieder Commander Valentine. Hi Amy. How's everything up there? Tach. Everything looks good, Elia. That's great. I was wondering, how long has it been since we arrived here? It feels like a lifetime. And yet, it's gone by so quickly. You know, when I first came here, I thought only about making history. And we absolutely have. But in the course of our mission, I didn't realize how much Mars has become home to me. I feel like we shaped it with our own hands, and that I really belong here. Ja, du, ich weiß nicht so genau. Aber ja, es ist natürlich schon schön, als ihr angekommen seid. I must say that even after all these years, humans continue to surprise me. Your ambition is truly unique. Almost a whole life on Mars. And yet, not much in the grand scheme of colonizing a planet. I've been giving this a lot of thought. This mission's beyond just me and you and even ISA. This is humanity's future. And we need to ensure its success. How can we do that? It's obvious that ISA's been withholding information from us. We've staked our lives on this mission, and we're going to see it through. And we can't do that if they only show us part of their hand. I'm granting you access to Sector SA-6, effective immediately. Colony Asterion's a former ISA mission with missing records. I'm willing to bet they're hiding something. And if I'm wrong, great. But either way, we need to start investigating for ourselves. Da ist noch eine alte Kolonie. Meine Güte. Ja, okay. Vielleicht müssen wir auch 20 neue Landeplätze machen. Ich habe gerade mit Erschrecken gesehen, dass wir nur 17 Arbeiter bei 36 Relaisstationen haben. Das ist ja völlig absurd. Kampfdrohnen sind alle 500 da, die wir haben dürfen. Das müssten wir eh aufwerten. Wartungsdrohnen sind auch da. Und hier sind nur 17 da, weil der irgendwie nicht genug... Moment, wo war er hier? Weil er nicht genug Glas bekommt. Wir könnten das Ding mal aufwerten, dann ist er ein bisschen schneller. Vielleicht braucht er dann auch weniger Zeug. Aber vielleicht müssen wir ein bisschen... Hier sind irgendwo Siliziumminen flöten gegangen, glaube ich, in letzter Zeit. Die hier könnten wir auf jeden Fall nochmal, wenn da ein bisschen was ist. Wie viel ist da? 754 ist natürlich nicht viel. Aber ich habe gerade gesehen, die hier ist auch schon auf 395 runter. Da gibt es 1000. Alles so ein bisschen weiter weg. Hier sind auch nur 700. Hier 500. Die bestimmt wieder, ne? Die mitten im... Ne, auch nur 700. Okay. Wo kriegen wir da noch gut Zeug her? Das ist ein bisschen die Frage. Aber gut. Wartungsdrohne steht hier. Okay, wir könnten noch, ich weiß nicht, wie gut das, aber die Flechten, ich glaube, das bringt schon was. Also wir können mal hier zum einen noch eine so eine Biokuppel, die uns ja nichts kostet, auf die andere Seite stellen. Das kann ja nicht schaden, hier auch ein paar Flechten noch anzubasteln. Und dann sollten wir uns hier mal so rüber bewegen, um dann auch einen weiteren... Also um dann auch die Hyperloop-Verbindung zu machen. Aber hier geht es irgendwie extrem langsam voran. Weiß nicht genau, woran es liegt, aber vielleicht sind hier auch tatsächlich nicht genug Arbeiter am Start. Also kann ich das sehen? Ja, hier ist zum Beispiel kein Arbeiter drin. Hier ist einer drin. Da ist keiner drin. Da ist keiner drin. Kann ja wohl nicht wahr sein. 17. Warum arbeitest du nicht? Brauchst hier Stahl, ist klar. Wir priorisieren dich mal. Stahl, Stahl, Stahl. Immer das Gleiche. Wir haben keinen Stahl mehr. Verflixt. Haben wir schon noch einen weiteren Landedings?
The Caterpillar mission. Nee, auch wegen Stahl. The idea of depleting Mars's resources does not seem right to me. Hier ist kein Eisen mehr. Verflixt. Also, hier brauchen wir mal einen Scanner. Der Scanner tut auch schon sein Bestes. Also, hier ist echt zu wenig. Aber ein bisschen Eisen haben wir hier noch. Okay. Wir bauen auch noch einen Scanner hier hin. Und zwar auf die andere Seite. Da, wo er vielleicht uns noch ein bisschen was bringt. Wo darf er denn hin? Zu weit entfernt, keine Wartung. Da, bis da darfst du. Dann kannst du da gerne hin. Hier sind wir ja schon dabei. Und ja, dann fangen wir einfach an, hier weiterzumachen. Bringen da das bisschen Silizium noch ran. Und lass mich noch einmal gucken. Ja, Nahrung. Ich würde hier nochmal irgendwo eine Nahrungsstation hinbasteln. Jetzt nur gucken, wo das am meisten Sinn macht. Da ist schon einer in der Nähe vom Wasser. Hier sind zwei. Ja, wir können einfach hoffen, dass die dann hier auch was hinbringen. Wir können das hier ja mal machen. That the resources will be used for satellites and spaceships and other useful things for humans. But it seems to conflict with the goal of seeding life in previously uninhabitable places. Jetzt habe ich ihr nicht zugehört. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Am besten neben den Hyperloop, würde ich sagen. Nochmal eine Nahrungsfabrik. Haben sie direkten Zugang zum Wasser, haben sie sowieso. So, und dann, naja, planen wir hier mal weiter. Wir gehen einfach weiter hier rüber, auch wenn hier keine Wartung mehr ist. Das interessiert uns jetzt nicht. Nummer 1. Siliziummine in klein. Hat natürlich erst dann Energie, wenn da auch Energie ist. Ein bisschen Uran holen wir uns auch. Die gibt es nur in 1. Da müssen wir wahrscheinlich nochmal Energie dazwischen bauen. Aber das gucken wir dann, wenn es soweit ist. So, und ihr geht hier zum Eisen hoch. Auch da wahrscheinlich einmal Energie, einmal... Na, gerne da oben mit Verbindung. Na, komm. How can we justify going to other planets, if the goal is to strip their resources as well? Even if I disagree, is there actually anything I can do about it? Ich weiß es nicht, ob du was dazu machen kannst. Oder wir. Wie soll man sagen? So, Hyperloop. Wo würde der nächste hinpassen? Da. Alles klar. Mitten dahin, wo keine Ressourcen sind. Aber es sollte eigentlich klappen, wenn wir jetzt hier eine Verbindung machen. Reicht das dann, um sie dann hier hinzubringen? Können sie so leicht... Hier wäre es eigentlich ganz cool. Wir können damit eigentlich schon mal anfangen, oder? Wenn wir hier oben drüber... Wo sind unsere ganzen Fabriken? Ja, alle hier. Das ist zwar Kohlenstoff, aber hier ist die Elektronikteile. Da ist die Teilefabrik. Hier ist Stahl. Was fehlt denn hier eigentlich? Polymer ist da drüben, aber Polymer brauchen wir echt selten. Moment, wir müssen einmal noch da auf jeden Fall schon mal die Mine ranbauen, damit wir da nicht wieder zu nah dran sind gleich. Also auch Silizium nochmal. Und dann, ja, vielleicht Hyperloop hier hin. Und dann hoffen wir mal, dass wir da eine gute Position finden. Ja, von da ist vielleicht zu weit. Obwohl, nee, es sieht so aus. Eine Hälfte. Ich halte mal meine Hand dahin. Ja, sollte so gerade so reichen. Okay, wer ist der wahre Feind? Ja, das weiß ich doch nicht. Unsere eigenen Leute vielleicht, aber man weiß es nicht so genau. Also, die haben zumindest komische Stimmen. Hilfe, ich weiß es doch nicht. The children of Carmine. They warned us to leave. And then attacked the colonies when we did not obey. Now we need to defend ourselves against a hostile force. But who are they? A dissenting group? Fanatics? Are they here on Mars with us? If they do exist, then we are at great risk. The Fire Dragon mission. Abandoned. All those abandoned missions around the planet. Mars's past raises too many questions for so few answers.
Das ist richtig. Diese ganzen Luitanga-Ruinen habe ich noch gar nicht gesehen. Hier können wir auch ganz gut nach oben gehen. Hatten wir diesen Scanner schon an? Nee, der hat jetzt erst angefangen, da zu scannen. Das sieht ja ganz gut aus hier mit Silizium und Eisen. Ist natürlich wieder in der Flutzone. Aber da würde ich sagen, bewegen wir uns mal in die Richtung. Ich weiß, wir sind in der Flutzone. Ach so, warte mal, das sind alles... Nein, sind es nicht. Ich dachte gerade, das wären alles Energiegeschichten. Kernkraftwerk ist schön, aber das bitte nicht in der Flutzone. Na komm. Da so ungefähr. Ja, mittlerweile haben wir auch wieder 35 von 37 Arbeitern. Da scheint eine ganze Menge irgendwie ausgefallen zu sein, plötzlicherweise. So, dann bauen wir da noch eine Relay-Station dazwischen und dann fangen wir hier oben. Ja, Energie solltest du kriegen. Und dann fangen wir hier an, auch Minen zu bauen. Auch hier rein. Und zwar erstmal in die Richtung. The final upgrade for the mines. This will be a big boost to our production. Das glaube ich auch. So, und dann auch Eisenminen und dann werden wir hier. Ja, vielleicht machen wir da sogar, aber wir machen mal Stufe 2 erstmal, wenn das hier so richtig gut am Laufen ist. Und wir bauen da ja immerhin 2 hin. Da ist richtig viel Zeug drin. 3300 mal Eisen. Und dann bauen wir auch Forschungsstationen hier nochmal. Wie sieht es denn aus mit der Menge an Leuten? Erstmal, wie sieht es hier aus? Das Ding ist im Bau. Wunderbar. Und das Teil ist auch schon wieder auf dem Weg zur Erde zurück. Das heißt, wir müssten eigentlich schon die zweite Runde bekommen haben, richtig? Ah, sieht nicht so aus. Vielleicht holen die erst noch. Also ein paar mehr können es noch werden. Nahrung steigt auch wieder. Stahl ist das größte Problem, das machen wir jetzt hier. Und ja, okay, hier ist auch weitergegangen. Wunderbar, dann geben wir jetzt hier dem Affen Zucker und probieren hier wirklich einfach rüber zu fahren, geradeaus. Das geht ja quasi nur mit Relaystation und oder wir machen einfach nur Solarfarmen. That request goes against all kinds of rules and forces me into an uncomfortable position. What would be the best option? Mitspielen, Lieutenant Calderon einweihen, auf Elia hören, die ESA informieren. Mitspielen. I will play along with Mr. Zen. Reporting him now would cut off the opportunity to find out his real goals. Was ist das Problem hier? Der hat keine Energie, oder was? Ach so, weil da jetzt keine dran ist. Ja gut, okay. Warte. Wir bauen dir hier sonst gerne... Ach nee, das geht nicht. Müssen wir dazwischen bauen. Was? So, dahin. Dahin geht's auch. Geht's auch hier hin? Nee, da. Obwohl. Nee, da haben wir keine. Offensichtlich keine richtige Verbindung. Obwohl, doch. Hätten wir, glaube ich, schon gehabt. Aber okay. Können wir die Verbindung nicht einfach auch nur mit Energiestationen machen? Ich muss da ja keine. Oh, was ist denn jetzt los? Feinde! Auf der anderen Seite. Ach nee, da hinten. Oh Gott. Stimmt, wir haben keine Stationen in den anderen Gebäuden. Hier. 200 mal hier rüber. Geht das? Schafft ihr das? Ja, okay, okay, okay. Wir haben uns nicht um Militär gekümmert. Ich gebe es zu. Was ich mich frage ist, ob... Bauen wir hier noch irgendwo einen Drohnenstock mal rein? Zur Verteidigung vielleicht? Was ich mich frage ist, ob die Kampfdrohnenfabrik von da dann auch für diese Geschichten, die hier sind, produzieren würde. Schafft ihr das überhaupt? Seid ihr unterwegs? Da seid ihr. Sehen wir noch mehr? Greifen die irgendwas an? Hm. 69 ist ja jetzt nicht so das Problem eigentlich, aber ist halt ein bisschen weit weg. Die fliegen aber hier rüber. Die machen ja gar nichts.
Hm, wo wollt ihr hin, Jungs? Hier oben offensichtlich. Das sollte nicht das Problem sein, wenn... Ah, da oben kommen auch welche. Ja gut, okay. Könnten mal die... Wie viel kommen da hinten? 81. Ist da auch schon was? Nein. Haben wir noch mehr? Oder wartet mal, wir können ja mit den... Ja, ihr müsst gleich weiterfliegen. Die 100 können schon mal hier rüber. Jetzt auch noch so ein Stress. Wo sind denn hier meine... Da sind 34, das ist ja auch nicht so viel. 124. Könnt ihr euch mal hier zusammentun. Da sehen wir Zeug jetzt hier im Kriegsmodus, oder was? Okay, die kommen tatsächlich, das ist natürlich ungünstig, die werden jetzt hier freies Feld haben. Und den Drohnenstock können wir zwar priorisieren, aber der wird jetzt nicht mehr fertig, glaube ich, in dieser Zeit. Aber die anderen sollten wir jetzt hier wegkriegen, oder? Oh, seid ihr jetzt da? Könnt ihr ein bisschen mitberechnen vielleicht und nicht hinterherfliegen? Aber gut, es sind 200, das sollte eigentlich ja hoffentlich nicht so lange brauchen. Okay, wir verlieren einen. Und die anderen eindeutig mehr. Ist hier unten noch was los? Nee. Aber die greifen auch nicht an. Oder, ah, doch, jetzt greifen sie die Solarfarmen an. Okay. Das ist nicht gut. Das ist auch nicht nett. Sonst noch was? Verzeihung, liebe Leute. Vor lauter Aufregung musste ich gleich mal husten. So, haben wir jetzt hier ein Energieproblem. Das ist natürlich doof. Batterien sollten wir dementsprechend auch nochmal bauen. Und wir müssen auf jeden Fall in jeder Kolonie einen Drohnenstock haben. Bis die da sind, ist ja Weihnachten. Wir lassen trotzdem mal ein bisschen schneller laufen. Gucken, was sie hier tun. So viel tun sie nicht. If I act for the good of the mission, I am sure that ISA and Lieutenant Calderon will understand. Right? Das weiß ich doch wieder nicht. Hier sind nochmal welche. The colonies are being attacked again. The enemy drones. They have returned. I need to focus. What should my priority be? Das sagst du jetzt, nachdem eine halbe Stunde schon das Ding ist. Kolonien beschützen. Quellen an, die Quelle angreifen. Nichts. Ja, die Kolonien beschützen natürlich. The colonies. There is no time to lose. Once I fend off their attack, I will focus on finding their base. I must go into battle. But what strategy should I follow? Ich möchte den Feind gerne beurteilen. Once I figure out the size of their army and their resource supply chains, I can strike back and end this. What should I do to end this? Nach einer ich würde lieber ein bisschen gucken, wer das immer so ist. And take them out properly. The damage to the colonies seems to be severe. I must decide what to do. Also so severe sieht das jetzt nicht aus, finde ich, um ganz ehrlich zu sein. Was macht ihr hier eigentlich? Seid ihr zu lahmarschig oder was ist das hier? Für ein Hinterherfliegen. Haben wir noch mehr? Und jetzt ruft gleich schon wieder Valentine an. Ist doch alles gut schon wieder, oder nicht, Valentine? Amy? Amy? Can you hear me? This is Sona. I copy, Sona. It is unusual to hear from you. What happened? My mom. She was trying to protect the colonies. She was ambushed and they killed her. Who?
The children of Carmine did this. We have to avenge her death. ISA will not authorize it. I don't care what ISA thinks. We've been attacked more than once. My mother died. How much longer are we letting this go on? You've got to go after the children of Carmine and make them pay. I have been ordered not to. They killed her. I thought you were friends. Also, naja, ja, also warte doch mal. Oder ich weiß auch nicht. Elia erwähnen? I am sorry, Sana. I understand your frustration. But Elia would not have defied ISA's orders for vengeance. And you should not either. Stop, just stop. We both know that's not true. Your adrenaline levels are spiking. I advise you to get some rest and reconsider. Your job is to guarantee our safety, isn't it? Well, none of us are safe here while the children of Carmine live. Look, you can tell ISA that I forced you to do it, okay? I cannot attack without cause. Fine. How about you take a little look for their base, huh? You don't even have to do anything. Let's just find them. I know the codes. I'll unlock the zone for you. Okay? Please, Amy. SA-10. Hier unten. Okay. Also da sollen wir auch nochmal angreifen. SA-6 müssen wir da auch jetzt schon freischalten. Irgendwie. Wir haben schon einen zusätzlichen Landeplatz. Nee, ist noch im Gange. Aber wird gerade gebaut. Kolonistenmigration ist auch gerade am Start. Und ich habe jetzt die da unten einmal erst wegfliegen lassen. Aber dann dachte ich, nee, doch, die fliegen wahrscheinlich hier hin. Ich dachte, jetzt vielleicht brauchen wir sie nicht mehr verfolgen. Die halbe Stunde ist auch schon wieder rum. Wir gucken jetzt noch einmal, ob die jetzt hier was angreifen. Ja, tun sie. Dann bringen wir sie jetzt hier um mit den 82. Das sollte relativ fix gehen. Jawohl. Dann müssen wir mal gucken, dass wir das Ding reparieren vielleicht. Wenn das geht. Das wird irgendjemand machen, nehme ich mal an, ne? Passiert das automatisch? Das können wir hier oben ja mal gucken, ob hier irgendjemand diese Solaranlage, die ist in Schutt. Gebäude wird verworfen, wieder aufnehmen bitte. Einfach nochmal bauen, wunderbar. Und hier habe ich jetzt erstmal die 203 mal hier rüber geschickt, damit wir hier im Notfall was haben. Und hier unten kommen wir dann vielleicht hin. Da müssen wir mal schauen. Also, hier unten sollen die Kinder sein. Wir haben jetzt aber echt richtig viel zu tun. Ich weiß gar nicht, wie wir das schaffen sollen. Und wir haben eindeutig zu wenig Stahl. Aber das sehen wir dann beim nächsten Mal. Sehr schön. Bis dahin. Macht's gut.